Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play 12. Als erstes müssen wir uns entscheiden, wie wir heißen. Nehmen wir mal... erstmal meinen Main-Namen, aber den wird es eh schon geben. Ja, genau. Dann meinen zweiten Namen. Er tippt nicht. Okay. Jetzt wird es schwierig. Ich habe normalerweise immer nur... Dann meinen dritten Namen. Das gibt's nicht. Aber dem ist jetzt echt... Ja. Entering World. Ich glaube, ich muss erstmal ein paar Einstellungen machen, nachdem ich eine Klasse gewählt habe. Also ich kann Knight wählen. The Knight, das ist ein Kämpfer. Ein Fernkämpfer. Ein bisschen Magier. Ein richtig krasser Magier. Ein Eismagier. Ein anderer Bogenschütze. Der Piraten-Captain und der Neon-Ninja. Ich habe in meinem ersten Spiel den hier ausprobiert, den ausprobiert und den ausprobiert. Der ist komplett neu. Ich würde sagen, wir probieren den Piraten-Captain aus. So. Dann als erstes das Tutorial. Es gibt Objectives in your... Da oben gibt es halt deine Quests. Wenn man diese macht, dann erlernt man alle Basic-Fähigkeiten für dieses Spiel. Okidoki. Ja, also ist es so, dass ich als erstes in die Einstellungen muss. Audio ist mir persönlich etwas laut. So, dann Video. Yes, I want to save it. Fullscreen, ja, eigentlich schon. Aber... gern mit besserer Qualität. Kann ich nicht irgendwie... Erstmal gucken, was jetzt passiert. Okay, das ist schon deutlich besser, ja. Okay. Dann jetzt herzlich willkommen zu diesem Let's Play 12. Ich habe heute von YouTube die Nachricht bekommen, dass mein erstes 12 Video Guide, wie auch immer, 10.000 Klicks zusammenbekommen hat und dadurch wurde ich erinnert an meine an die Kommentare und die Nachrichten, die ich bekommen habe, dass ich mehr 12 machen soll. Deshalb habe ich mich jetzt entschieden. Ich fange nochmal komplett neu an mit 12. Ich spiele jetzt hier 12 als Let's Play. Den genauen Plan habe ich noch nicht, das muss ich mir noch überlegen. Also einen 12 Let's Play. Und die Videoaufnahmen, die ich habe, werde ich dann immer, wenn irgendwas ist, was mir wichtig genug erscheint, dass es als Videoaufnahme rauskommen sollte, werde ich noch ein Guide draus schneiden und dann nachträglich noch vertonen. Damit man dann auch gute Guides hat, die möchte ich jetzt hier auch mitproduzieren. Das fände ich wichtig. Also ist das nur eins von beiden will ich nicht. Okay, dann machen wir jetzt erstmal den Quest. So, haben wir das geschafft. Follow the path. Also, früher war das in Deutsch. Also, ich komme zwar mit Englisch klar, aber eigentlich war das ja in Deutsch. So, hier habe ich keine Ahnung, was ich da umstellen will. Das ist nur wie Social. Join Global Chat. Gerade keine Lust. Brauche ich nicht. Accept. So. Aber... Showkombi. Seltsam. Finde ich wirklich seltsam. Das geht nicht. Was ist F1? Welcome. Das ist Werbung. Schon komisch. Das ist, okay, egal. Machen wir einfach weiter. Wir folgen jetzt diesem Weg, wie es sein soll. Und gehen in die Höhle. Um dort unseren ersten Angriff zu machen. Man kann weiterhin, wenn man zweimal springt, auch zweimal jumpen. So. Ja, also... offensichtlich immer noch sehr laut. Aber... okay, dann öffnen wir das Ding. Ich muss ein bisschen leiser machen, tut mir leid. Ich höre sonst nichts. Mit E lootet man in jedem Spiel. Das in jedem Spiel, das alles unterschiedlich ist. Press B und rüste das aus. Okay, 3 Magic Damage und das hier...
Okay, dann nehmen wir das natürlich. Mehr kann ich offensichtlich noch nicht machen. Press and hold hard to travel to the hub. Okay, das ist auch... Gut, dann machen wir erstmal Quest hier. Gehen wir jetzt zurück in den Hub. Und direkt nochmal Werbung bekommen. Sehr schön. Dann ab in das grüne Portal. Es gibt jetzt hier auch Nacht. Hm. Was habe ich da gemacht jetzt? Achso, das ist meine zweite Attacke. Aber weiter geht's ins Portal. E drücken steht theoretisch auch da, aber da muss ich sagen, hatte ich beim ersten Mal echt Probleme, dass ich da nicht E gedrückt habe. Hier fällt man offenbar runter. Wer es braucht. Find an empty plot. Jetzt müssen wir unser Haus bauen. Da ist ein freier Platz. Ich habe gerade die neue Kaspersky-Version bekommen. Ich muss sie hier nachmal installieren und hoffentlich sieht sie wieder besser aus als die alte. Und natürlich, hoffentlich ist sie auch weiterhin gut. So. Ist schon voll. Press Q. Zack, und dann dürfen wir das auflösen. Ey. In Bildmode tut das treu Blocks. Ach ja, wie macht man nochmal... Bildmode ist Tab, genau. Dann holen wir uns jetzt erstmal ein paar Blöcke, damit wir in theoretischen Missionen dann uns immer hochbauen können, falls wir mal runterfallen. Ein paar Blöcke habe ich immer gerne. So 25 nehme ich erstmal. So habe ich jetzt 26. Dann gehen wir wieder aus dem Mode raus. Place Blocks. Achso, jetzt muss ich die auch noch setzen. Dass ich 26 genau habe. Oh, ich muss mehrere setzen. Das ist ja. Die bauen wir auch direkt wieder ab. Your corner store can be moved at any empty... Ja. So, jetzt müssen wir uns wieder einen empty Spot suchen. Der da oben. Und das ist nach da oben. So. Set to mount. Richtig, dann steigen jetzt unser Pferd. Das geht, glaube ich, jetzt auch schneller als früher. Und das ist halt bei den Machern dieses Spiels, sodass du immer sofort ein Fortbildungsmittel hast. Bei jedem Spiel, das sie gemacht haben hier, hast du immer von Level 1 an ein Fortbildungsmittel, damit du schnell rumlaufen kannst. Das finde ich eine gute Sache so. So, press M to use the map. Ja. Die muss ich sagen, die war wirklich unglaublich irritierend, als ich das erste Mal gespielt habe. Weil da war es so, dass es diese Türme dort, Dungeon, nicht gab. Da waren nur die X und da dachte ich immer, ich muss zu den X'en hin. Aber nein, man muss nicht zu den X'en hin, sondern da, wo die X'en nicht sind, da muss man hin. Das hat mich wirklich unglaublich irritiert. Dann müssen wir zu einem Dungeon. Das finde ich wirklich richtig gut, dass sie das eingebaut haben. Dass man jetzt einfach zu dem Dungeon laufen kann. Also, dass das angezeigt wird. Das war früher halt gar nicht so. So, dann ab zu einem Dungeon. Ah, der Kompass zeigt einem auch an, dass hier jetzt ein Dungeon ist. Jetzt gucke ich hier direkt auf den Dungeon. Zack, zack. Okay, der ist sozusagen ein zweiter Angreifer. Unser Pferdchen hier, unser Vögelchen. So, wir müssen hier wahrscheinlich, wir müssen jetzt den Dungeon erstmal erkunden. Das sind alles neue Dungeons, ich kenne gar nichts mehr. Ich schätze mal, ich muss hoch, irgendwie. So, jetzt sind wir ja schon mal eine Etage höher, aber offensichtlich muss ich nicht hoch. Kann ich denn von hier oben sehen, ob es irgendwo einen Gang nach unten gibt? Ich gucke einfach mal auf der anderen Seite jetzt noch, ob es hier reingeht. Ja, guck mal, hier hätte ich einfach reingehen sollen. Hier gibt es eine Treppe nach unten. Deck die Quest in dem Dungeon bis jetzt. Das wird dir auch angezeigt. Ich soll den Endgegner, den goldenen Scarab, umbringen. Ich glaube, das ist so ein Käfer oder sowas ähnliches. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Zack. Ich weiß nicht, das ist der goldene Scarab auf jeden Fall. Das weiß ich. Greif ihn an. Zack. Haben wir geschafft. Ganz entspannt. Holen wir uns die Belohnung.
Ja. Ah, E, richtig. Ja, muss natürlich auch funktionieren so. E. Und E. Dann gucken wir mal in unser Inventar unter B nach. Das bringt mehr. Nehmen wir natürlich. Haben wir auch gar nichts vorher gehabt. So, das würden wir das jetzt umwechseln, hätten wir mehr Leben. Aber mehr Leben ist erstmal nicht notwendig, finde ich. Und dann gehen wir mal aus dem Dungeon raus. Okay, wir sollen jetzt meinen. Gleich, nachdem wir den erledigt haben. Ich habe eine neue Attacke freigeschaltet, ist mir gerade aufgefallen. Das ist die 1. Aha. Interessant. Kein Plan, was das macht. Aber wir sollen auf jeden Fall jetzt meinen. Tap. Ah, ich soll Rotes meinen. Oder wie? Tap to build mode, then hold right mouse to mine. Ja, ich soll Purple Shapestone meinen. Das ist so ein. Früher war das relativ seltenes Item tatsächlich. Ob ich das jetzt nochmal finde, ist die Frage. Ich weiß allerdings auch gerade nicht so, was genau das sein soll. Aber auf jeden Fall erklären sie einem das Spiel jetzt deutlich genauer. Aber mein altes Guide, also offensichtlich immer noch nicht genau genug, weil ich immer noch viele Kommentare bekomme, wie das und das funktioniert. Und deshalb, mein alter Guide ist halt jetzt schon deutlich zu alt geworden, weil das hat sich alles geändert. Deshalb werden wir jetzt erstmal hier wieder rausgehen und mal gucken, ob wir finden, was wir finden sollten. Da haben wir zu viel kaputt gemacht. Man kann ja mal zwei hochspringen. Oh, wir haben das jetzt geschafft, oder was? Ne, wir haben was anderes geschafft. Ha! J ist Select a Class. Die kann man jetzt halt mit der Zeit freischalten. C ist Mines. Können wir irgendwie sehen, ob man magischen Schaden macht? Eher weniger. Okay, dann Y. Ach, das ist alles so, was man zusammensammelt. Den Rest hatten wir auch schon. Dann würde ich sagen, laufen wir. Da könnte es sein. Das ist Purple. Das muss es eigentlich sein. Ja, es ist immer noch genauso rare wie früher. Reicht das jetzt einfach nicht, oder was? Toll. Dann würde ich mal sagen, mounten wir? Ne, das war die falsche. Wie mounten wir nochmal? Y, J, N, Y, C, B, S, L, ich hab's vergessen. A, S, D, F, G, H, J, K, O, P, I, ah, Z war's. Gut, dass es nicht viele, naja, nennen wir es mal, ich weiß eigentlich nicht, wie ich es nennen soll. Wir laufen jetzt einmal zu den nächsten Dings. Das ist nicht viele Controls gibt, die man so benutzen muss. Das sind ja quasi nur zwei. Und 20 andere, ne? Oh my goodness, ja, ist eine Menge. Was man tatsächlich sich überlegt, also was man sich merken muss eigentlich. Und wenn man mit dem Pferd durchläuft, geht es direkt kaputt. Da hinten ist noch. Dann mounten wir wieder. Wir sammeln natürlich die Teile hier noch auf, weil, wie gesagt, wenn man mit dem Pferd durchläuft, geht es direkt kaputt. Da muss man sich erst kaputt machen. Da kommt wieder. Halten sie jetzt. Das funktioniert, wir sind zu langsam. Dann wird das jetzt hier abgebaut. Verdammt. Ich habe aus Versehen zwei gesetzt. Statt zwei abzubauen. Achso, ich muss 20 von denen sammeln. Das habe ich jetzt seit oben. Da oben steht die Anzahl. Ich habe jetzt 17. Ja, das reicht hier. Das sind mindestens die 20, die ich brauche. Aber die sind halt auch wirklich hilfreich für alle möglichen, deshalb immer wieder abbauen, wenn man die findet.
Okay, jetzt muss, soll ich zurück in mein Corner Store. Da ist ein freien Platz, den wir benutzen können. Gleich nehmen wir dieses Kill-Store-Seite. Zack, der macht ein bisschen mehr Schaden, meine Kanone. Ist schon eine nette Aktion. Klasse. So. Haben wir gar nicht benutzt. Warte. Loot Collector. What? Achso, ich soll die craften. Hm, dann machen wir das doch mal. Wir brauchen 10, haben 28. Crafting. Dann bauen wir nun den Loot Creator mal hier hin. Zack, haben wir gebaut. E. Place Loot hier. Ach so. Was? Das ist eine Chest oder was? Hallo. Ah, okay, nein, das ist das Ding, mit dem man die kaputt macht. Weil es ist so, man kann seine gefundenen Items, die man nicht braucht, kaputt machen und bekommt dafür Flux. Dieses Flux ist unglaublich hilfreich bei dem Upgraden von deinen Items. Du kannst sie nämlich upgraden halt, deine Weapons. Dafür musst du halt auch erst was craften, aber irgendwann geht es halt. Und mit diesem Flux macht man das halt. Das ist relativ cool, dass man halt auch Sachen kaputt machen muss oder auch kann und was Sinnvolles rausbekommt. So, was soll ich jetzt? Press C, click the small icon below the weapon slot. Da. Ist kein Icon. Hallo, was ist denn bitte? Ja, toll. Hier ist ja überhaupt kein Button. Und auch kein Icon. Aha. So, wir drücken jetzt C, haben wir gemacht. Dann klicken wir ein Icon an. Los, das gibt noch nicht so viele Icons hier. So, jetzt haben wir mal alles angeklickt. Offensichtlich ist da wirklich eine Quest notwendig. einen Guide. Was habe ich jetzt gemacht? Verdammt, ich habe daneben geklickt. Sehr gut. Ja. Ich bin nur ganz leicht überfordert. So, die Stats brauchen wir nicht. Wir gehen ganz langsam durch. Nochmal. Press C haben wir gemacht. Das öffnet sich dieses... da öffnet sich halt mein Charakter-Sheet hier. Dann klickst du Small Icon below. Gut, das machen wir gleich, nachdem wir diesen Nerven... So. Was ist denn mit dem Mode jetzt los? So, nochmal neu. Wie sehe ich denn aus? Eine Maske. Wir drücken... Oder ich gehe da erst rein und drücke dann C. Naja, bringt nichts. Ich soll ein neues Aussehen rausfinden, aber ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Wir können hier den Barbershop benutzen. Der macht neues Aussehen. So, ja, Reroll einfach. Nochmal, nehmen wir. Except. Ist nicht, was gewollt ist. Das ist hier das Icon. I assure you want to drop this. No. Hallo, was soll der Scheiß? Ja, also das ist eindeutig sehr gut gemacht und man weiß absolut immer, was man machen muss. Das kann er
natürlich nicht sein, Alter. Wer hat das programmiert? So, wir legen einfach alles ab. Kann man das auch ablegen? Nee, kann man nicht. Ist das, was man machen sollte? Das ist ja zum Glück überhaupt nicht versteckt so. Weil es hat sich nicht immer geöffnet, hier. Es hat sich nicht immer geöffnet, die ganze Aktion. Mal, guck, hier, jetzt zum Beispiel. Kam nicht. Okay. Nett. Aber okay, es ist eine coole Sache. Allerdings, keine Ahnung. Egal. So, press M to use your map and compass to... Okay, ich muss einen anderen Dungeon machen. Der war da hinten gleich. Machen wir das doch mal. Gleich nach dieser Spinne. Also ich will nichts sagen, aber kann es sein... Ihr Audio. Das... Aber... Das hier viel zu laut ist. Okay, next. Einmal weitergehen. Das ist zum Glück halt wirklich so gar nicht komplexes Spiel. Da kommen immer irgendwelche Goldmünzen raus. Was ist denn das? Kann mir da jemand helfen? Schwierig. Wirklich schwierig. Und immer weiter springen. Es kostet nicht mal Energie, diese Rechtsklickfähigkeit zu machen. Das ist relativ lustig. Was greift der an? Warum hat der einen Kopf geschleudert? So, weiter geht's. Immer schön nach oben. Das ist ein bisschen so wie ein Bienenstock. Fand ich immer von außen alles aus. Die Map ist hier doch sehr ähnlich. Okay, hier oben ist nichts weiter. Dann kann ich direkt... Na, die Dungeons kann man meistens nicht kaputt machen. Das ist schon schade. Also ich würde die gerne selber bauen. Nee, okay, dann versuchen wir jetzt mal. Erstmal den da. Okay, ich habe jetzt rausgefunden, was die TNT-Boxen bringen. Sie, wenn sie angegriffen werden, explodieren sie. Oh, ich stehe in einer Krone, ich stehe in einer Krone. Ernst, ja? Sieht man nicht sein. Das ist ein sehr ernstes Spiel. Also erstmal wieder Items sammeln, in Inventar gehen und gucken, ob die mir was bringt. So, das bringt mehr Damage, aber weniger Attack Speed nehmen wir trotzdem. So, das bringt gar nichts. Hallo? Und okay, kein E mehr, man kommt nicht, ploppt nicht mehr auf, dass man das machen kann. Da sind wir. Da ist unser Haus. Es gibt immer noch keinen Fallschaden. Aber es gibt immer diese blöden Viecher da. Egal, immer schön weiterlaufen. Nee, wir müssen nicht im Barbershop. Wir gehen jetzt normal in den Loot-Kollektor. Und zerstören die beiden Dingsies hier. Except. Yes. So, dann gucken wir mal. Hier braucht man Flux und Shapestone für. Personal Chest, das ist ein... Ja gut, wir brauchen eigentlich alles davon. Das heißt, wir brauchen ganz viel Shapestone. Das werde ich mal in einem Stream oder so sammeln. Also, da unten verlinkt der Stream. Ich werde bestimmt mal 12 streamen. Könnt ihr dann gerne mal mit reingucken. Wird bestimmt lustig werden. So, und in dem Stream werde ich dann halt jetzt keine Hauptquests machen. Das wird dann genauso sein wie Skyforge. Also wie bei mir Skyforge, in dem Stream keine Hauptquests, sondern einfach nur leveln und farmen. So, Return to the Hub World, das machen wir dann mal. Return, Return, Return. Wieder Entering World. Also ich muss zugeben, ich habe sehr viele Kommentare bekommen, dass das Einloggen und so alles nicht funktioniert und immer ewig dauert. Ich habe es auch ausprobiert und ich muss zugeben, es stimmte, aber sie haben es offenbar, ganz offenbar wieder hinbekommen. Und das, da bin ich echt froh drüber, weil das hat wirklich genervt, wenn du nur eine Stunde lang zum Einloggen brauchst. Wahrscheinlich haben sie einfach einen neuen Server gekauft oder so. Ja, blaues Portal ist einmal nächste Etage, das ist immer so, wenn dir eine Welt zu langweilig wird und du keine guten Assets mehr bekommst, einmal in die nächste Welt gehen und hoffen, dass man es noch erlebt. So, wieder, man fällt wieder runter. Wir sind jetzt in den Peaceful Hills. Also die Maps sind immer dieselben.
Also nein, die Namen der Maps sind, glaube ich, immer dieselben. Es kommen halt mit der Zeit immer neue dazu. Aber so die Grundmaps, wie zum Beispiel diese Peaceful Hills hier, die bleiben erstmal da. You can craft... Okay, dann gehen wir erstmal wieder hier rüber zu unserem Häuschen da. Wir hätten auch ganz einfach, weil es geht ja wirklich so schnell. Das mache ich jetzt einfach immer. Früher muss man das, glaube ich, wirklich besteigen. Crafting Bench. Was soll ich machen? Eine Ring-Crafting Bench. Können wir uns da nicht leisten. Das heißt, wir werden jetzt erstmal die Folge beenden. Und dann im Stream farmen und ein wenig leveln. Beziehungsweise die ersten... ich glaube, ich werde hier einfach noch eine Aufnahme direkt aufnehmen. Die ihr dann ein klein wenig später seht. Weil jetzt dauerhaft, egal was ich mache, es ist immer die Hauptquest so. Deshalb werde ich das noch nicht im Stream machen. Aber sehr bald werde ich dann auch im Vorstream anfangen. Und da könnt ihr zugucken und es wird bestimmt sehr lustig. Auch wenn ihr vor allem dabei seid. So. Alleine wird das Stream nicht ganz so lustig. Aber das wird schon klappen alles. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Stein, da können wir noch mal kurz gucken, ob wir genug haben. Und wie gesagt, wenn ich genug Sachen zusammen habe, also wahrscheinlich, wenn ich da die Quests einmal durch habe oben, werde ich mal gucken, wie viele Guides ich daraus schneiden kann. Und ja, daraus werde ich dann halt Guides schneiden, die das Ganze zusammenfassen und halt nur den Main Part, wenn man was lernen will. Und das muss man sich dann halt nur das angucken. Ich werde auch... Genau aus demselben Grund. Ich habe es doch jetzt gebaut. Dann setze ich es noch hin, damit der Quest auch funktioniert. Ich werde dann auch aus demselben Grund noch zwei Playlists machen. Einmal die Let's Play Playlist und einmal nur die Guide Playlist. Ich soll jetzt hier was machen. Craften. Okay. Tada! Ich habe jetzt ein Yubi Violety Stone... ich weiß nicht mal, was ich da gecraftet habe. Kann mir das mal jemand verraten? Ich gehe jetzt hier in Inventar. So. Achso, ich kann das jetzt aufmachen. Oder nicht? Hallo? Achso, da unten ist es. Da muss ich T drücken. Wurde unten angezeigt. Und dann kommt jetzt ein Ring. Den sammle ich natürlich ein. Und dann setzen wir noch einen. Er bringt uns immerhin 90 Leben und 18, also ein Tank-Rank sozusagen. Ich glaube, es ist ziemlich random, was man bekommt. But it doesn't matter. So, jetzt aber tatsächlich. To use your primary power. Okay, das haben wir jetzt ja schon öfter gemacht. Mittelmaustaste. What? What ist Mittelmaustaste? Ist ja geil. So sliden. Das war früher mit Shift. Und es geht immer noch mit Shift, okay. Glaube ich. Ja, aber irgendwie braucht man Energie, aber ich weiß nicht, wo die gesammelt wird. Weil die unten rechts Energie wird nicht verwendet. I don't know. Okay. Ich werde dann direkt noch eins aufnehmen und noch ein paar Dungeons machen, etc. pp. Guckt auf jeden Fall im nächsten Let's Play vorbei. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, dann könnt ihr auch direkt immer in eurem Abo-Feed sehen, dass ein neues Let's Play rausgekommen ist von Trove oder von einem anderen, je nachdem. Ihr könnt ja mal vorbeigucken, was ich sonst noch mache. Ist auch relativ cool. Und wenn euch das Video gefallen hat, liked das bitte, das hilft mir. Und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao.